Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Volleyball-Bundesliga steht auf dem Programm. Der Schweriner SC empfängt Smart Allianz Stuttgart. Und dass es ein tolles Spiel wird, das beweist uns nicht die Tabelle, denn da steht der Schweriner SC wie auch Smart Allianz Stuttgart nur im Mittelfeld. Aber der DVV-Pokal hat gezeigt, dass sie tolle Spiele machen können. Beide stehen im Halbfinale, beide spielen zu Hause und empfangen dort Stuttgart, die Roten Raben, Wilsbiburg, der Schweriner SC hier zu Hause, den VC Wiesbaden. Beide Gegner stehen oberhalb der Tabelle und genau da möchten die beiden Mannschaften wieder hin. Insbesondere Schweriner SC hat einiges an Federn gelassen und das wollen sie jetzt wieder gut machen. Gerade nach dem missglückten Champions-League-Spiel in Cannes, was sie mit 0:3 verloren, nicht den Hauch einer Chance hatten, wohingegen Stuttgart im Europapokal eine Runde weiterkommen konnte gegen einen französischen Vertreter. Ob das gelingt, gerade wo bei Stuttgart Spielerinnen sind, die Schwerin aus der letzten Saison kennen, Nadja Schaus und Wendula Adlerova aus der Meistermannschaft nach Stuttgart gewechselt. Das gucken wir uns jetzt an beim Spiel Schweriner SC gegen Smart Allianz Stuttgart. Aufgestanden und Krach gemacht, das sind besinnliche Weihnachten in Schwerin, in der Arena Schwerin. Damit herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz in der Arena Schwerin. Schweriner Sportclub empfängt Smart Allianz Stuttgart. Ein nicht von der Tabelle, aber von den Namen brisantes Duell. Der deutsche Meister trifft auf den deutschen Pokalsieger. In anderen Sportarten gibt das dann ein Supercup-Spiel. In der Volleyball-Bundesliga ist das ein ganz normales Spiel. Und beide Mannschaften haben ein hartes Programm hinter und auch noch vor sich, noch in diesem Jahr. Müssen noch zweimal ran.
Aber vorerst muss heute erstmal überstanden werden und wir beginnen mit der Angabe von Bernd Taufeld für Schwerin. Ja, und er lag 0-3 beim Racing Club Cannes und sollte besser machen wollen. Und es geht los. Guter Block von Hanke. Und 1-0 für Stuttgart. Kim Renkema, da erfolgreich. Und in der Startaufstellung von Stuttgart zwei ehemalige Schwerinerin, Nadja Schaus. Mit der 3 und die 2, Wendler Adlerover, haben letztes Jahr noch das Trikot des Schweriner Sportclubs getragen. Und Anne Beuys im guten Ball. Und Adlerover punktet zum ersten Mal gegen die alten Kolleginnen. 0-2. Der Ball zu weit von Anna Snubaskova. Und Denise Hanke hat in Cannes einen Ball an den Kopf bekommen, hat danach nicht mehr weiter gespielt. Aber nach eigener Aussage ist sie topfit und das sieht auch gut aus mit der Sprungaufgabe. Oh! Uneinigkeit zwischen Ost und Tormann. 1-3. Adlerova. Ebenfalls zu weit. 2-3. Und der Punkt für Stuttgart durch Renkema. Und Nadja Schaus kommt zur Angabe. Kein guter Ball von Hanke, gut gelöst von Aas. Und Patricia Thormann. Guter Angriff, Funkgewinn für Schwerin 3-4. Und es war erneut Patricia Thormann mit dem Hammer zum 4-4. Ja, Schwerin scheint aufgewacht. So wird die Halle jetzt. Ganz interessant zu sehen, die Startaufstellung in Cannes, also in der Champions League, war fast komplett anders. Lediglich Denise Hanke und Hanna Orgenhaus standen mit auf der Platte in Cannes im ersten Satz. Und die dritte Fehlaufgabe bereits von Stuttgart. 5-5. Da
Das ist jetzt die Möglichkeit für den SSC, für die Führung, Anne Beuys. Aber fantastisch gespielt. Da haben sich Abläufe eingeprägt und eingelaufen. Und Patricia Thormann mit dem direkten Punkt von der Angabe. Also erneut, Patti Thormann. Und der Punkt für Stuttgart durch Renkema. Sieben zu sechs. Oh, das war klasse gespielt von Hanke auf Beuys. Lange gewartet. Und der Block von Berit Kaufeld. 8-6, erste technische Auszeit. Und wir haben schon ein gutes erstes Drittel gesehen im ersten Satz hier. Sicherlich noch nicht das höchste Niveau, was wir hier in dem Spiel sehen können. Aber es ist ein guter Anfang. Tabellentechnisch spielt hier der Sechste gegen den Achten. Schwerin mit zwei Niederlagen gegen die Roten Rahmenwelt-Spielburg und gegen den Dresden SC. Platz 1 und Platz 2 in der Tabelle der Bundesliga. Wobei man natürlich sagen muss, dass Dresden und Schwerin die gleiche Anzahl an Punkten hat. Anne Beuys. Und Anne Beuys rettet auch diesen Ball. Und der Ball auf dem Boden. Punkt durch Wendela Adlerova. 8 zu 7. Und jetzt auch der Block durch Adlerova. Zusammen mit Nadja Schaus, quasi der Ex-Schweriner Block. 8-8. Und Bremer wieder mit einer Angabe, die die Schweriner nicht richtig unter Kontrolle bekommen. 8-9. Das war Annahme von Beuys und gut von Thormann, Beuys aus dem Hinterfeld. Gut geholt von Thomsen. Und dann legt Hanke den Ball bloß rüber und dann fühlt sich niemand zuständig. 8-10. Da muss scheinbar mehr gesprochen werden auf Schweriner Seite. So geht es natürlich überhaupt nicht. Und da Bremer erneut. Der Ball zu weit. 9-10. Berit Kaufeld.
Der Ball von Topic zu weit. 9-11. Und auch der Ball von Thormann zu weit. 9-12. Nowakowska erneut mit der Angabe. Hanke-Siegerin am Netz. Jetzt Topic. Richtige Idee, rüber hier zu legen einfach. Und der Block von A steht nicht. Ball geht durch. 9-13. Danke, und wieder Topic, die scheitert. An Schaus diesmal. 9-14 Auszeit für den Schweriner Sportclub. Ratlose Blicke im Rund. Aber die Stuttgarter haben, denke ich, die richtige Variante gewählt. Nehmen die gefährliche Angreiferin an der Boys aus dem Spiel, indem sie immer wieder angespielt wird bei den Angaben. Und Mira Topic hat momentan noch nicht die Durchschlagskraft, die sie letztes Jahr noch hatte. Und Volleyball ist ja auch ein sehr mentaler Sport. Und da gilt es sich jetzt aufzubauen für den Schweriner SC. Weil sie lassen sich ein klein bisschen hängen. Topic in Rücklage. Guter Block von Hanke. 10-14. Hanke muss jetzt auch für eine gefährliche Angabe sorgen. Ja, einfacher Punkt für Stuttgart. Nadja Schaus. Adlerova. Wieder das Anspiel auf Anderbeuys. Patricia Thormann bekommt keinen Druck hinter den Ball. Block steht aber auf Schweriner Seite. Und jetzt ist Mira Topic mit dem Block. Und das wird ihr gut tun. 11-15. Das wird ihr auch Selbstvertrauen für ihren Angriff geben. Und jetzt erstmal für die Angabe. Oder auch nicht. Fehlangabe für den SSC durch Mira Topic. 11-16, zweite technische Auszeit. Ja, das ist ein Spiel, wie es sich der Schweriner Sportclub nicht vorgestellt hat. Man wollte sicherlich an das Spiel von Hamburg anknüpfen, im DVV-Pokal, wo sie ins Halbfinale einziehen konnten. Das gelingt ihnen noch nicht. Insbesondere in der Defensivarbeit besteht da noch viel Arbeitsbedarf. Nadja Schaus jetzt zum zweiten Mal.
für die Angabe. Ja, und so funktioniert ein erfolgreicher Angriff. Lisa Thomsen mit der richtigen Annahme. Hanke mit dem Zuspiel und Patricia Thormann mit dem Punkt. Und jetzt kommt Julia Retzlaff für Mira Topic. Nachvollziehbare Entscheidung. Ah, ist jetzt mit der Angabe. Schwerin haben den Ball gerettet, aber Stuttgart mit der erneuten Chance. Wieder gerettet. Gut aufgepasst von den Stuttgart, aber die Chance jetzt vorne, Boys. Und er passt! Was für ein Punkt, den haben sich die Schweriner verdient. 13-16 kratzen den Ball zweimal von der Platte und machen dann den Punkt überlegt von Anne Boys. 13-16 und da hat man jetzt natürlich auch die Halle mitgeholt. Guter Block von Kaufeld. Und Patricia Thormann. Und das ist die Volleyball-Atmosphäre, für die die Schweriner Arena bekannt ist. Und genau die versucht man jetzt zu brechen auf Stuttgarter Seite mit der Auszeit. 14-16. 3 Punkte in Folge für den Schweriner Sportclub. So muss es gehen, mit Kampf, mit Variabilität. Mal gesehen, Anne Boys, die eigentlich für ihre Schlagkraft bekannt ist, den Ball einfach hinten im Feld als Lupfer ablegt. Und diesen Sprung muss Schwerin jetzt mitnehmen. Aus. Wieder Boys. Und wieder bekommt Schwerin den Ball rüber. Aber mehr auch nicht. Jetzt Renkema. Gut von Boys. Wieder Renkema. Und jetzt Thormann. Auch der ist noch nicht verloren. Adler Robber scheitert an Boys am Block. Weiter geht's. Technischer Fehler gesehen von den Zuschauern. Anne Boys. Der Ball ist im Aus. Punkt geht nach Stuttgart. Intensiver Ballwechsel. 14-17. Zuschauer haben da scheinbar einen Regelverstoß auf Stuttgarter Seite gesehen. Schiedsrichter haben es weiterlaufen lassen. Und Boys zu weit. Sabrina Ross. Auch zu weit. 15-18. War bereits die 5. Fehlaufgabe der Stuttgarterinnen. Eigentlich zu viel. Klasse, Anne Boys. Gut aufgepasst am Netz. 16-18. Vorausgegangen natürlich die gute Angabe von Patricia Thormann. Und der Punkt für Stuttgart, da war der Schweriner Block dran an dem Schlag von Franziska Bremer. 16-19. Renkema. Oh, was für ein Ball von Denise Hanke. Da hat sie alle Möglichkeiten offen. Sie kann es kurz spielen auf Kaufeld, lang auf Boys und macht das, womit kein Mensch gerechnet hat. Sie legt den Ball einfach rüber.
Punkt für Schwerin. 17-19. Anna Beuys. Hat sie, glaube ich, nicht richtig getroffen. Gut reagiert von Kaufeld am Netz. Und erfolgreicher reagiert von Nowaska. ...17-20. Bremer. Oh, Lisa Thomsen. Den muss ich auf sich nehmen. 17-21. Auszeit Schwerin gibt es jetzt nochmal. Ja, man muss definitiv in der Defensivarbeit etwas besser stehen auf Schweriner Seite. Sonst kann man diesen ersten Satz hier nicht mehr holen. Schweriner Fanclub zählt hier nochmal an. Will die Unterstützung der Zuschauer mobilisieren. Nicht alle glauben hier an den Satzgewinn für den SSC. Julia Retzlaff, jawohl, gut gespielt, erfolgreich. So muss es laufen. 8-21. Berit Kaufeld geht jetzt aus dem Spiel, oder? Ja. Für Hakuta. Eine Variante, die wir schon öfter gesehen haben in dieser Saison. Ihr spezielles Spiel, ihre speziellen Stärken, die Angabe und die Annahme, das Spiel im Feld. Von Hakuta, so die Begründung von Trainer Beuys. Guter Block. Und Retzlaff erneut erfolgreich. 19-21. Und der Ball im Aus. Zweite Fehlangabe für den Schweriner Sportclub. Und er wechselt zurück. Hakuta geht wieder aus dem Spiel. Und Berit Kaufeld kommt zurück, auch wenn sie selber nicht auf die Platte geht. Lisa Thomsen, der Libero, der ja ständig eingewechselt werden kann. Dafür auf der Platte. Anna Novaskova, beide Angaben. Ja, und das Klatschen verstummt in der Arena am Lamprechtsgrund. Technisches Problem gelöst. 19-22. Weiter geht's. Und da waren sie sich nicht einig. Julia Retzlaff macht das Beste draus. Guter Block von Aas und Retzlaff. Und Schaus mit dem 19-23. Und Arsen, der Pass da, den wollte sie so nicht haben. Man hat das Nein bis hierher schreien hören. Und dann passt der Ball doch noch rein. ...20-23. Denise Hanke. Na, der schaut Lisa Thomsen mit einer klasse Rettungstat.
Und Retzlaff mit dem Punkt. Gab wohl technische Fehler. Nadja Schaus hat den wohl auf sich genommen. 21-23. Hat sie Nadja geärgert. Aber so bleibt das Match spannend. So, und jetzt hatten beide Trainer zwei Auszeiten. Also spielen wir durch bis zum Ende dieses ersten Satzes. Hanke. Gute Angabe. Oh, ist gut nachgesetzt am Netz. Stuttgart kann diesen Ball aber retten. Und Retzlaff, der Punkt für Schwerin. 22-23. Da sollte es nochmal einen Wechsel geben auf Stuttgarter Seite. Adler Robber soll rausgehen. Und Zau Zuis soll kommen. Mal gucken, ob es dazu noch kommt. Denise Hanke. Adler Robber scheitert am Block. Und da geht keiner hin von den Schwerinerinnen. Da ärgern sie sich zurecht. Sabrina Ross drückt den Ball einfach nur rüber und dann sind sie sich nicht einig, wer den Ball übernehmen soll. Und damit heißt es jetzt Satzball. Aufschlag zum Satzgewinn, Wendela Alarova. Und Patricia Thormann wehrt den ersten Satzball ab. Und der Druck jetzt bei Julia Retzlaff, 23-24, Schwerin muss punkten. Der Ball im Aus. Es war keiner dran. Nee, doch, es war jemand dran. Der Punkt geht nach Stuttgart, der Satz geht nach Stuttgart. 23-25, und das hat die Arena ganz anders gesehen. Auf geht's in Satz Nummer 2. Schweriner Sportclub gegen Smart Allianz Stuttgart. Der erste Satz ging mit 25-23 an die Gäste aus Stuttgart. Der erste Punkt geht an Schwerin, an den Wolf. Es war ein umstrittenes Ende im ersten Satz. Eine umstrittene Entscheidung der Matchball. Der zweite in Stuttgart verwandeln könnte. Das ist nun aber Geschichte und weiter geht's mit der Angabe von Denise Hanke. Gut geholt von Julia Retzlaff an der Boys. Wieder Julia Retzlaff, Denise Hanke und dann Wendela Alarova, die den Punkt macht, 2-0. Nee, technischer Fehler, Punkt für Schwerin, 2-0. Denise Hanke. Ja.
Anne Beuys war oben am Netz, aber er drückt den Ball ins Aus. Da darf man doch ein wenig mehr Übersicht erwarten. 2-1. Adlerova. Oh, gut gespielt von Stuttgart. Die kurze Variante angetäuscht. Auf Schaus, lang gespielt auf Renkemar und dann ist Patricia Thormann mit dem Block da. 3-1. Für Schwerin und es gibt eine Auszeit vom Schweriner Sportclub. Das finde ich jetzt ein wenig überraschend. Bin mir noch nicht ganz sicher, was den Boys da mit bezweckt. Und führt 3-1. Hat einen guten Punkt gemacht. Aber offensichtlich ist er etwas unzufrieden mit seiner Mannschaft. Arne Beuys mit der Sprungaufgabe. Klasse von Patricia Thormann. Wie ein. Sieht momentan sehr gut aus beim Schweriner Sportclub. Ah, der Punkt von Nadja Schaus. Kriegt Retzlaff den Block nicht übers Netz, sondern er fällt auf der eigenen Seite runter. 4-2. Aber die Stärke von Nadja Schaus ist natürlich bekannt in Schwerin. Sie war nicht umsonst eine Stütze des Meisterteams. Und sie macht das Ass. 4-3. Haben sie sich verschätzt auf Schweriner Seite. Und der Punkt von Patricia Thormann, die langsam und allmählich in dieser Saison ins Laufen kommt. 5-3. Ja, und Kim Renkemar soll jetzt angespielt werden. Genauso ist es. Und der Block von Berit Kaufeld. 6-3. Anna, Augen aus. Wieder guter Block auf Schweriner Seite. Und jetzt kriegen sie ihn nicht zusammen. Kaufeld und Thormann und der Punkt von Kim Renkemar. 6-4. Sabrina Ross. Retzlaff. Nochmal Retzlaff. Jetzt der Punkt. Sieht sehr gut aus. 7-4. Julia Retzlaff, die sich auch in Cannes schon durch die eine oder andere gute Aktion in Szene setzen konnte, setzt das hier fort. Ah, der Ball ist noch nicht weg. Adlerova bringt ihn rüber. Gute Angabe aber von Patricia Thormann ohne Frage. Und Anne Beuys mit Übersicht. Reicht nicht. Und Renkemar auch mit Übersicht. Und das reicht. 7-5.
Ah, wieder guter Ball von Retzlaff, aber es reicht nicht ganz. Zweiter Versuch, diesmal bei Kaufeld und der Punkt für Schwerin. Da hatte der Stuttgarter Block mit gerechnet, technische Auszeit jetzt. Trotzdem kriegt Beryl Kaufeld den Ball durchgedrückt. Und wir sehen schon ganz guten Volleyball hier. Schön anzusehendes Spiel. Bis jetzt erster Teil des zweiten Satzes. 8:5 die Führung für Schwerin, nachdem Schwerin den ersten Satz abgeben musste mit 23:25. Aber gerade Julia Retzlaff tut dem Schweriner Spiel momentan sehr gut. Seine klare Stärke in der Defensive und hat auch offensiv ihre Akzente gesetzt. Und der Punkt für Stuttgart, der Block von Schwerin nicht gut gestellt. Franziska Bremer macht den Punkt und jetzt auch die Angabe. Oh. Schwieriger Ball für Thomsen. Schaus mit der kurzen Variante, gut aufgepasst von Kaufeld und Beuys. Und Julia Retzlaff. 9:6. Momentan die Spielerin auf dem Feld. Berit Kaufeld. Auf Adlerova. Sie kriegt nochmal den Ball. Und sie macht den Punkt. 9:7. Ist zu ungefährlich. Gefährlich hingegen Stuttgarts Nummer 7, Sabrina Ross. Neun, acht. Novaskova bei der Angabe. Retzlaff. Guter Schlag. Neue Chance für Schwerin. Aus. Und Beuys. Das war eigentlich sehr gut gespielt von den Stuttgarterinnen. Den Ball auf Denise Hanke zu bringen. Damit konnte Schwerin nicht mehr über die drei Stationen aufbauen. Zumindest nicht, wenn man Hanke als Zuspielerin haben wollte. Aas macht das aber gut und Beuys den Punkt. Und jetzt Hanke. Wieder auf Adlerova gespielt. Und der technische Fehler auf Stuttgarter Seite. 11:8. Thom, gut geholt den Ball. Beuys. Aber kein Druck hinter, die Stuttgarterin sehr gut aufgepasst und dann ist es Hanna Hagen aus. 12:8.
Denise Hanke. Klasse geholt von Hanke. Beuys kann den Ball nur noch rüberbringen. Guter Block. Und wieder der Block von Ors. Hervorragend geholt von Schwerin. 13-8 Auszeit für Stuttgart. Und so eine Zufriedenheit wie auf dem Gesicht gerade von Ten Boys sieht man selten auf dem Gesicht eines Trainers. Dementsprechend ruhig ist auch die Ansprache. Aber man merkt, es ist hier in der Luft und man darf nicht nachlassen. Auf keiner Seite. Weder auf der Schweriner und schon gerade nicht auf der Stuttgarter Seite. Fünf Punkte sind eine Menge bei 25. Aber im Volleyball noch gar nichts. Denise Hanke. Und wieder ist es aus. Mit dem dritten Punkt hintereinander am Netz. 14-8. Aber es machen natürlich auch die gefährlichen Angaben von Denise Hanke. Und Adler Robber geht nur aus dem Spiel. Dafür kommt Flore Grevestein. Adler Robber immer wieder die Spielerin, die Schweriner Angabespielerin gesucht haben. Und der Punkt von Grevestein. Der 1,90 großen Außenangreiferin. Schiedsrichter haben auch dort einen Fehler auf Stuttgarter Seite gesehen. Aber es bleibt dabei 14-9. Thomas mit Schwierigkeiten bei der Annahme, Boys. Oh, das war mit Klasse und mit Übersicht gespielt. Renke mal. Grevestein wieder bei der Angabe. Und dann der Boys mit Urgewalt gegen den Block, gegen Sabrina Ross und den Punkt für Schwerin. 15-10. Die Idee, außen zu spielen, gar nicht so schlecht, aber der Ball am Spielfeld vorbei. 15-11. Das ist natürlich die Gefahr dieser Sprungaufgaben. Sie sind gefährlicher. Aber man kann auch schnell einen Fehler machen. Nadja Schaus. Sehr gut von Patricia Thormann. 16-11 technische Auszeit. Es bleiben 5 Punkte Vorsprung für Schwerin. Aber es sind auch noch 9, die zu holen sind. Zum Satzgewinn. Vielleicht sogar mehr, sollte Stuttgart noch einmal rankommen. Ah, ne, Hinweis hier in der Halle auf das Spiel. Schweriner
Es ist gegen den VfL Wiesbaden Halbfinale im DVV-Pokal. Auch das werden wir natürlich für Sie zeigen. Wenn es für den Schwerin SC darum geht, ins Finale einzuziehen und in Halle Westfalen vor knapp 8000 Zuschauern Volleyball zu spielen. Das hat man selbst hier in der Schweriner Arena nicht. Also wenn man hier 8000 Zuschauer reinsetzen würde, könnte man nicht mehr spielen. Dann wäre die Platte nämlich prall gefüllt. Hanna Augen aus. Ross. Und der Punkt für Stuttgart. Der Block auf Schweriner Seite nicht zusammen. Und dann brauchst du nur Cross durchschlagen. 16-12. Jörg Retzlaff, gut rüber gedrückt, aber noch gerettet von den Stuttgarterinnen. Auch der Ball gerettet und Ross mit der Chance. Keine Gefahr, Hanke und Retzlaff. Gerettet der Ball. Denke mal, zu ungefährlich. Und Thormann mit dem Hammer. 17-12. Wechsel bei Stuttgart. Lorin Engel kommt jetzt bei einer Lubaskovka. Und Patricia Thormann. Ross mit dem Punkt für Stuttgart. 17-13. Und der Punkt für Schwerin durch Julia Retzler. Durch den stehenden Block durchgeschlagen. 18-13 und jetzt kommt Julia Retzler auf zur Angabe. Oh, und der Punkt durch Julia Retzler. Grevestein hat er den Fuß noch stehen und genau da bekommt sie den Ball rauf. Interessante Situation. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Stuttgarter Trainer Auszeit angezeigt hat, dem ist nicht der Fall, es geht weiter, Julia Retzler. Anna Beuys. Gut abgewehrt. Und Retzlaff aus dem Hinterfeld. Hanke mit dem direkten Ball nicht gut erwischt. Und genutzt von Grevestein. 19-40. Aber toller Ballwechsel. Den Punkt hat sich Stuttgart sehr verdient. Gelogo, die da als Libero einen ganz tollen Job gemacht hat. Und die zweite Fehlangabe in Satz Nummer 2 von Stuttgart durch Franziska Bremer. 20-14. Sowas kannst du dir natürlich nicht leisten, wenn du nochmal aufholen willst gegen den Schwerin SC. Hakuta. Wirkt etwas verspielt, die kleine Japanerin. Und damit zu viel Kraft. Auch die zweite Fehlaufgabe auf Seiten des Schweriner SCs. In Satz Nummer 2 und schon die zweite Fehlangabe von Hakuta in diesem Spiel. Eine gute Bilanz sieht anders aus. Lorin Engel
Anna Beuys durch den Block durchgeschlagen von Schaus und Ross. 21-15. Und jetzt Denise Hanke. Oh, gibt es wieder technisches Problem scheinbar. Wird noch ein bisschen um Zeit gebeten. Jetzt ist alles im grünen Bereich. Gehen in die Tanke. Schaus mit der kurzen Variante nicht gut erwischt und so die Chance für Schwerin. Tormann, klasse gerettet auf Stuttgarter Seite. Beuys, wieder gut gerettet. Und dann geht keiner hin. Da ärgert sie sich, zu Recht. Nadja Schaus kommt zu spät. 22:15 Auszeit für Stuttgart. Hat er sie so schön den Ball gerettet und dann fühlt sich niemand zuständig. Geht weiter mit in die Tanke bei den Angaben. Beuys rettet den Klaße und Retzlaff aus dem Hinterfeld. Auch der Ball ist gerettet. Aber Schwerin jetzt natürlich mit der Möglichkeit des ruhigen Aufbaus. Schlecht von Thomsen. Schaus. Und da wackelt das Netz. Aufgrund von Schwerin. Punkt für Stuttgart. Grevestein. Aus mit dem Ball ins Netz. 22-17. Grevestein wieder. Schlechte Annahme von Beuys. 22-18 und die Auszeit für Schwerin. Sieht auch mehr nach einem Rhythmusbrecher aus. Als die ernsthaften Ansagen, dass man jetzt noch groß was ändern wollte. Man muss die Bälle annehmen. Das ist der entscheidende, wichtige Punkt für den Schweriner Sportclub, um zum Erfolg zu kommen. So, beide Auszeiten genommen. Von beiden Mannschaften und Grevestein bringt den Ball herein.
Ja, da waren sie sich nicht einig mit Ors und Hanke, wer den Ball nehmen soll. Das Zuspiel von Hanke dann ungenügend. Und dann schwer für Patricia Thormann noch was draus zu machen. 22 zu 19. Grevestein. Diesmal bessere Variante. Angedeutet auf Ors. Gespielt auf Retzlaff. Aber der Block von Schaus. Wechsel. Anja Brandt kommt jetzt. Für Ors. Und zeigt eine klare Unzufriedenheit des Trainers. Grevestein. Schwieriger Ball anzunehmen für Retzlaff. Schlechtes Zuspiel. 22-21. 6 Punkte in Folge für Smarte Allianz Stuttgart. Jetzt Boys. Schlechter Ball aus. Ausgleich. Eine Charakterprüfung jetzt für den Schweriner Sportclub. An sowas kann ein Spiel brechen. Flora Grevenstein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Namen, diesen Satz noch so oft sage, beim Stand von 22-15. Der Ball aus von Beuys. ...22-23. Und jetzt kommt Crystal Estelle noch für Patricia Thormann. Aus Trinidad und Tobago. Der Trainer verlässt sich jetzt auf sie. Grevestein. Estelle, schlecht gespielt, gut gemacht. Schaus am Netz. Und der Punkt für Schwerin. Übergegriffen. So deutlich die Anzeige von den Schiedsrichtern. 23-23. Angabe für Beuys. Nicht so viel Schwung. Und Estelle mit dem Block. Satzball für den Schweriner Sportclub. Wechsel noch bei Stuttgart. Engel geht aus dem Spiel. Nowaskowska kommt nochmal ins Spiel. Und Anne Beuys mit dem Aufschlag zum Satzgewinn. Es ist nur ein Satzball. Keine gute Angabe. Ross, der Block. Und der Ball im Aus. Von Julia Retzlaff. 24 zu 24. Also Spannung kriegen wir geboten in der Arena in Schwerin. Nadja Schaus, die ehemalige Schwerinerin. Schlechte Annahme von Beuys, gut gerettet von Hanke. Ross. Der Ball zu weit. Der Punkt geht nach Stuttgart. Satzball für Stuttgart. Oder? Nein, oder? Es war eine Berührung auf Schweriner Seite. Deswegen geht der Punkt nach Stuttgart. So das Zeichen der Schiedsrichter. Und das ist eine ähnliche Entscheidung, wie wir sie beim 25. Punkt auch im ersten Satz hatten. Auch da zugunsten von Stuttgart.
Da haben sich die Schiedsrichter ein wenig den Unmut der Zuschauer zugezogen. Estelle mit dem Punkt für Schwerin. 25-25. Anja Brandt. Und jetzt Ritter sein, was ich vorhin schon mal sagte, man braucht mehr Punkte, wenn man diesen Satz gewinnen will. Wenn Stuttgart noch einmal rankommt, Stuttgart ist noch mal rangekommen. Und jetzt Satzball Nummer 2 für den Schweriner Sportclub. Anja Brandt. Erik Gaufeld hat das am Netz geregelt. Der Schaus aufgeregt am Spielfeldrand. Ross. Wieder ist es Kaufeld mit dem Block. Jetzt nochmal Ross. Gut rübergelegt. Estelle hat aufgepasst. Hanke. Retzlaff. Der Pass und der Satzgewinn für den Schweriner Sportclub. 27-25. Was für ein Satz. Die Aufregung ist groß, die Arena steht auf, geht Satz Nummer 3. Schweriner SC gegen Smart Allianz Stuttgart. 1-1 nach Sätzen, nach zwei aufreibenden ersten beiden Sätzen. Und der erste Punkt geht an Schwerin. Dini Tanke. Berit Kaufeld. Und raus mit dem Ball ins Netz, 2-0. Und Kaufeld erneut. Chance für Stuttgart jetzt. Schaus verpasst den Ball. Und Auszeit Stuttgart. 3-0 für den Schweriner SC. Idealer Start in den dritten Satz. Und wenn das alle so eine aufregenden Sätze werden, wie wir sie in den ersten beiden erlebt haben, dann haben wir noch mindestens zwei haarsträubende Sätze vor uns. Und wenn wir vielleicht sogar noch in den fünften müssen, dann war das Eintrittsgeld hier auf alle Fälle mehr als gerechtfertigt. Ein tolles Spiel bis hierhin. Berit Kaufeld. Und Anja Brandt mit dem 4-0. Hat sich gut eingefügt ins Spiel, der Schweriner. Nadja Schaus
mit dem Ball ins Aus. 5:0. Wenn man das nur von den Zahlen liest, könnte man denken, der Schweriner SC macht jetzt ernst. Aber Stuttgart lässt ganz schön federn, machen viele Fehler. Zu viele. Und Nadja Schaus, jetzt mal erfolgreich. 5:1. Nowaskowska. Konnte Brandt nur rüberdrücken. Guter Block. Der Ball ist noch nicht weg. Neue Chance. Tormann. Da waren sie sich wieder nicht einig auf Schweriner Seite. Und Schaus mit der kurzen Variante erfolgreich zum 5:2. Das war unnötigerweise weggegeben vom Schweriner SC. Reus, klasse. Schön überlegt gespielt, 6:2. Denise Hanke. Sorgt für Gefahr durch ihre Sprungaufgaben. Und Nadja Schaus durch die Hände von Anja Brandt. 6:3. Adlerova. Tschechische Außenangreiferin. Bringt den Ball rein. Und Patricia Thormann. Klasse, gerettet. Renkema gegen Thormann, wieder gut gerettet. Den Ball können sie aber nur rüberbringen. Und wieder Thormann. Diesmal der Punkt. Sieben zu drei. Aber Stuttgart stemmt sich. Anne Beuys. Und Schaus mit dem Ball im Aus. 8:3 technische Auszeit. Natürlich die Frage, ob der Stuttgarter Trainer da reagiert, den Aktivposten Schaus eine Pause gönnt, weil momentan sie mehr Gegenpunkte produziert als Punkte für Stuttgart. Ihr Einsatz aber hoch anzurechnen. Und Schwerin hat den Charaktertest im zweiten Satz bestanden und stehen auch jetzt sehr gut da. Gegen die sich aufbäumenden Stuttgarter machen sie die wichtigen Punkte und führen hier mit 5, 8:3. Anne Beuys. Punkt für Schwerin. Netz wackelt. Und er scheint erneut nach der Chance gewesen zu sein. Die hadert sehr mit sich und dem Spiel. Sollte sie nicht tun. Anne Beuys. Ross. Guter Block. Und Rettler und Brandt. 10:3.
Und Doreen Engel kommt wieder auf die Platte für Anna Nojalowska. Anne Beuys. Der Ball ist weg. Zu weit. 10-4. Nadja Schaus. Bei der Angabe. Gucken, ob ihr die gelingt. Ja. Anne Beuys mit Schwierigkeiten. Kann sich Nadja Schaus zurechnen. Guter Block von Brandt. Und Tormann. Klasse gerettet von Retzlaff. Und der Ball rübergebracht. Zählenden Applaus in der Arena in Schwerin. Haben gerettet den Ball. Tormann. Gelegt, aber ins Aus. Punkt für Stuttgart. Aber ein toller Ballwechsel. 10-5. Ein guter Ball von Patricia Tormann. 11-5. Anja Brandt. Der Ball im Aus. Punkt für Schwerin. 12-5. Der Ball vom Brand zu weit. 12-6. Das könnte man natürlich denken, sowas kann man sich leisten bei einem Vorsprung von jetzt 12-6. Aber wie schnell sowas weg ist, das haben wir eben im zweiten Satz gerade gesehen. Stuttgart. Nach einer 22-15. Nach einem 22-15 Rückstand. Sogar mit 22-23 in Führung ging. Patricia Tormann. Der Ball nicht zu holen nach der Annahme von Adlerova, 14-6. Und es gibt die Auszeit auf Stuttgarter Seite. Ja, und das sieht mehr aus mit, ey, was ist da los? Was macht ihr da auf dem Spielfeld? Jedenfalls nicht das, was ihr tun sollt. Und weiter geht's nach der Auszeit. Es muss einiges passieren im Stuttgarter Spiel. Man wehrt sich zwar, aber es ist bei weitem nicht genug, um hier mit dem Schweriner SC mithalten zu können. Patricia Tormann. Und der Ball ist drin, das Ass von Tormann. 15-6. Und wenn auf eine Auszeit immer so reagiert, dann werden sie sinnlos. Oh, das erste Mal in diesem dritten Satz von Renkemer, dass sie sich mal in Szene setzen kann. Ein Aktivposten in den ersten beiden Sätzen. Auf Stuttgarter Seite und jetzt kommt sie zur Angabe. 15-7.
Retzlaff. Mit dem Ball zu weit. 15 zu 8. Und ein Blick auf Nadja Schaus an der Außenseite. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, liebe Zuschauer. Sagt eigentlich alles über das Stuttgarter Spiel gerade. Im dritten Satz. Das ist nämlich nichts. Und der Ball von Kim Renkema ins Netz sagt alles, technische Auszeit. Weiter geht's nach der technischen Auszeit jetzt mit Julia Retzlaff. Und gut durchgedrückt, den Ball. Anne Beuys ist da gestürzt, aber kein Problem, das Spiel geht weiter. Franziska Bremer mit dem Punkt und auch mit der Angabe jetzt für Stuttgart. Anne Beuys, der Block nicht zusammen auf Stuttgarter Seite mit Engel und Schaus. Den Neuen, aber eine Auszeit werden wir nicht mehr sehen auf Stuttgarter Seite. Da gab es schon beide. 17-9, Berit Topfeld. Und Anna Beuys erneut, 18-9. Da kann man sich als Trainer auch mal entspannt zurücklegen. Wie Beuys jetzt auf Schweriner Seite. Und Novaskova macht sich wieder bereit, um ins Spiel zu kommen. Sie wird wohl gleich für Doreen Engel kommen. Ross. Zwar mit Übersicht, aber Patricia Thormann ist da und Anne Beuys in den Block und von da aus ins Aus. Punkt für Schwerin. 19-9. Und jetzt der angesprochene Wechsel. Engel geht vom Feld. Novaskova kommt ins Spiel. Berit Kaufeld. Anja Brandt. Retzlaff und so weiter. Da hat ein bisschen das Maß verloren jetzt Julia Retzlaff. Muss ich nochmal neu justieren. Novaskova. Und Hanke. Klasse Ball und er ist im Aus. Und noch was, Kova. Und Denise Hanke jetzt. Mit der Sprungaufgabe. Und Johanna Galas. Macht sich bereit. Thomsen hat den Ball und Beuys macht den Punkt. 21-10. Ja, es läuft jetzt rund.
beim Schweriner Sportclub, ganz im Gegensatz zu Stuttgart. Adler Robba, schlechte Annahme. Aber ich sehe momentan noch nicht die Körpersprache bei Stuttgart, die nötig wäre, um hier zu punkten. Thomsen holt den Ball, super. Tormann. Und der Punkt. Ich würde mal behaupten, der Satz ist mental abgehakt für Smart Allianz Stuttgart. Denis Hanke. Und auch der Ball zu weit. 22:11. Aber ich denke, das wird nicht mehr als ein Schönheitsfehler auf diesen dritten Satz werden für den Schweriner Sportclub. Adler Robba. Beuys hat den Ball. Da wollte Hanke noch hin. Und Beuys macht den Punkt. Und Anne Beuys geht jetzt raus. Und Joanna Gallas kommt ins Spiel. Bekommt ihre Chance. Und das ist auch ein ganz klares Zeichen der Sicherheit des Schweriner Sportclubs. Da kann man auch einer anderen Spielerin jetzt die Möglichkeit geben. Und sie soll die Angabe machen. Und der Ball immer aus und das heißt Satzball für den Schweriner Sportclub. 24:11. Und Gallas mit dem Aufschlag zum Satzgewinn. Soweit. Trotz der Menge an Fehlaufgaben auf Schweriner Seite hatten sie keine große Mühe hier im dritten Satz. Gallas, oh. Punkt von Schaus. Und denke, da kommt Lisa Thompson jetzt gleich ein wenig zur Unterstützung. Schaus. Julia Retzlaff. Und erneut der Punkt für Stuttgart. Dritter Satz, Ball abgewehrt. 24:14. Noch 10 Satzbälle für Schwerin. Der Schweriner SC hat in der Champions League mal 4 abgewehrt. Das hat auch nun Stuttgart geschafft. Sind es noch 9. Die Auszeit von Beuys. Ja, auch da seine Mädels nochmal wachrütteln. Den Deckel endlich drauf zu machen. Denn mit jedem Punkt von Stuttgart steigt die Nervosität auch auf Schweriner Seite. Nadja Schaus. Für sie ist das Motivation hier in der Arena in Schwerin. Sie kennt das ja noch als Spielerin vom Schweriner Sportclub. Gallas wieder mit Problemen bei der Annahme. Oh, das riecht nach einem, schon fast nach einem Wechsel. Noch 8. 24:6. Oh, das wäre in der Sportclub. Ja, da ist der Wechsel, Anne Beuys. Komm zurück. Ah, haben wir so erwartet. Das wäre in der Sportclub in einem wichtigen Spiel. Im Finalrückspiel in Dresden. Viele Satzbälle abwehren können und Patricia Thormann und das ist
der Satz für den Schweriner Sportclub. Beim Schweriner Sportclub. 2:1 führt man nach drei Sätzen gegen Smart Allianz Stuttgart. Nach einem sehr guten dritten Satz, 25-16, konnte man den gewinnen. Nachdem man für den zweiten Satz 27-25 etwas länger gebraucht hat. Und Anja Brandt mit dem 1:0 für Schwerin. Und Stuttgart muss jetzt um einiges zulegen, wenn man hier nochmal eine Chance haben möchte. Denise Hanke. Und dass Stuttgart das könnte, das haben sie eigentlich gezeigt in Satz 1 und 2. Adler-Robber scheitert an Anne Beuys. 2:0. Denise Hanke. Mit dem direkten Punkt. Und man startet in diesem vierten, wie man auch bereits in den dritten gestartet ist, mit einer 3:0-Führung. Da gab es eine Auszeit vom Stuttgarter Trainer. Jetzt nicht. Und der Pass, Denise Hanke, mit dem Ass. Kopfschütteln. Bei den Stuttgarter Adler-Robber geht aus dem Spiel. Grevestein, die mit ihren Angaben im zweiten Satz fast dafür gesorgt hätte, dass Stuttgart ihn kippt. Und der Ball im Aus. 0:05. Sabrina Ross. Stuttgart schlittert hier mit großen Schritten. Ross geht jetzt raus. Auf Niederlage Nummer 5 zu in der Liga. Saudis. Jetzt im Spiel und Denise Hanke wieder bei der Angabe. Grevestein bleibt am Block hängen. Schaus auch. Und der Punkt. Anja Brandt war das Doppel am Block. 6:0. Auszeit Stuttgart. Und die Szenen am Boden von Stuttgart sahen schon fast nach Kapitulation aus, aber das ist natürlich zu früh. Ja, natürlich, man muss diesen Satz gewinnen, ansonsten ist das Spiel verloren für Stuttgart. 0:6 hört sich schlimm an, ist im Volleyball aber aufholbar, haben wir auch schon erlebt. Man kann mit 0:6 Rückstand einen Satz auch noch deutlich gewinnen. Aber das wird natürlich schwierig. Auswärts gegen den deutschen Meister. Denise Hanke. Ja.
Schlechtes Zuspiel, weil Schaus nichts mit anzufangen. Erneut Hanke. Und der erste Punkt für Stuttgart. Kehrt ein wenig Ruhe ein in der Berliner Arena. Das war jetzt im Plan nicht vorgesehen. Lore Klebe sein und da wollen wir jetzt mal gespannt sein. Das hat die Wende im zweiten Satz eingeläutet und ihn nochmal spannend gemacht. Die Aufgaben von ihr. Holt den Ball super. Sehr gut gemacht von Renkema. Wieder Renkema. Der Ball von Retzlaff kommt gefährlich rüber. Guter Block von Schwerin. Und der Punkt für den Schweriner Sportclub. Sehr schöner Ballwechsel. Technische Auszeit beim Stand von 8:1. Außergewöhnlich in der Volleyball-Bundesliga. Und momentan macht mir Stuttgart nicht den Eindruck, als könnten sie gegenhalten gegen den Schweriner Sportclub. Und jetzt sehen wir die Welle durch die Arena gehen hier in Schwerin. Und sie geht rum. Durch die Schweriner Arena, Sie sehen das. Ganz tolle Volleyball-Atmosphäre. Im weiten Rund der Schweriner Arena am Lambrechtsbrunnen. Aber das haben sich die Mädchen vom Schweriner Sportclub auch verdient. 8:1. Anne Beuys. Denke mal, mit dem Punkt sehr abgetaucht. 8:2. Nadja Schaus. Er hat es damals miterlebt, als Stuttgart Schwerin aus dem Pokal kegelt im Achtelfinale hier in der Arena. Und jetzt macht sie das Ass. Dritter Punkt für Stuttgart. Damals verlor man hier überraschend für das Schweriner Publikum mit 2:3. Möglicherweise gibt es da ein Wiedersehen. Und jetzt Glück. Stuttgart, Patricia Thormann kriegt den Ball nochmal ab. Ansonsten wäre es Punkt für Schwerin gewesen. Zu Punkt für Stuttgart, 8:4. Denn, um nochmal auf den Pokal zurückzukommen, beide spielen zu Hause, beide haben die Chance, in der eigenen Arena ins Finale einzuziehen und dann sehen sie sich in Halle wieder. Und dann könnte Schwerin Revanche nehmen. Julia Retzlaff. 9:4. Anja Brandt. Der Aufschlag geht ins Netz. Saudis mit einer guten Angabe und Thormann mit dem Punkt. Zehn fünf.
Der Ball von Retzlaff im Aus. 10-6. Denke mal. Klasse Block von Kaufeld. Retzlaff. Guter Block auf Stuttgarter Seite. Und sie kriegen den Ball noch zurück. Renke mal. Nochmal Retzlaff. Nicht genug Kraft. Erneute Chance. Hanke mit dem zweiten Ball. Greve ist dahin, rübergelegt. Thomsen rettet. Erneute Chance für Schwerin. Retzlaff, der kommt nochmal rüber. Hanke legt ihn rüber. Die Chance für Stuttgart jetzt. Renke mal mit dem Punkt. Und dafür können sie sich auch feiern lassen. Das war ein ganz, ganz tolles Spiel. Ganz, ganz toller Punkt. Und davor gibt es auch fairen Szenenapplaus vom Schweriner Publikum. 10-7. Renke mal. Und der Block von Grevestein gegen Kaufeld und es steht 10-8. Und Satz Nummer 4 kommt in Spannung. Renkema. Auszeit. Durch den Schweriner Sportclub. Trainer Beuys im Einzelgespräch mit Berit Kaufeld. Und Denise Hanke wird erstaunlich wenig erzählt auf Seiten des Schweriner SCs. Mag von hier oben nur den Anschein haben. Schauen wir mal, Renke mal. Und der Ball von Retzlaff zu weit. 10-9. Ja, und das ist das alte Lied. 6 Punkte, beziehungsweise 7 waren es ja zur technischen Auszeit. Was ist das schon? In der Bundesliga. So viel ist es nicht. Auch wenn es für Schwerin jetzt den Punkt gibt, 11-9. Das hat Stuttgart gut aufgeholt. Und was im dritten Satz war, das zählt jetzt nicht mehr. Tormann, klasse. 12-9. Ja, so ist es richtig. Der Schweriner SC muss sich auf ein klares Spiel besinnen. Dann klappt es auch mit den Punkten. Guter Block, Kaufeld. Grevestein. Zu ungefährlich. Und Anne Beuys. Und Kaufeld am Netz. 13-9. Retzlaff mit der Fehlangabe. 13-10.
Auch noch gut reagiert von Hanke. Und den Ball gerettet. 10 Applaus erneut in der Arena. Guter Block. Rettler aus dem Hinterfeld und der Punkt für Schwerin. Und Lisa Thomsen peitscht dann auch mal das Publikum auf. Ist gar nicht mehr nötig. Die sind völlig aufgepeitscht durch das tolle Spiel vom Schweriner Sportclub. Und natürlich auch, nur dann ist so ein tolles Spiel möglich, wenn der Gegner etwas gegenhält. Smarter lernt Stuttgart. Grevestein mit dem Punkt für Stuttgart. Nowakowska. Renkema hat Probleme gegen den Dreierblock. Gut aufgepasst von Lisa Thomsen. Und Nadja Schaus zum zweiten Mal am Block erfolgreich. Und das führt dann auch zum Punkt. 14-12. Nowakowska. An der Brand hat sie etwas Glück. 15-12. Denise Hanke. War gut gemacht von Grevestein. Klasse geholt von Lisa Thoms und der Punkt von Patricia Thormann. Technische Auszeit. 16-12 für Schwerin. Und da muss man natürlich auch mal erwähnen, Mira Topisch. Draußen immer noch angeschlagen, ja, nehme ich mal an. Hat zwar gestartet heute, wurde dann von Julia Retzlaff ersetzt, konsequenterweise, weil es lief nicht in ihrem Spiel. Und bei Julia Retzlaff, da läuft es. Macht ein gutes Spiel. Und weiter geht's mit den Angaben von Denise Hanke. Und wenn Schwerin nochmal zu einer anderen Aufgabe kommt, wird Hakuta dafür kommen. Punkt für Schwerin jetzt. Schiedsrichter zeigen den Ball aus. Hätte ich drin gewertet. Aber die haben da unten die deutlich bessere Position. Denise Hanke. Und Patricia Thormann mit dem Block. 18-12, jetzt nochmal ein Wechsel auf Stuttgarter Seite. Ross kommt zurück. Für Saudis. Konnte dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken. Denise Hanke. Und
Klasse rausgespielter Punkt jetzt für Stuttgart. 18-13. Und jetzt hofft ganz Schwerin, dass es kein Déjà-vu gibt. Grevestein bei der Angabe. Und damit fing es an im Satz Nummer 2. Da kam Stuttgart auf einmal ran. Grevestein drückt den Ball rüber, gerettet von Hanke. Kein vernünftiger Angriff aber auf Schweriner Seite, entgegen auf Stuttgarter Ross. Und der Block von Anja Brandt. Anne Beuys. Klasse Ball und das Ass von Anne Beuys. Mit viel Schnitt dieser Ball. 20:13 Auszeit Stuttgart. Und jetzt muss er geradezu Wunderworte finden, wenn er dieses Spiel noch retten will. Der Trainer von Smart Allianz Stuttgart, Lienenmeier. Stuttgart hat zwar schon Durchhaltevermögen bewiesen im Europapokal, hatte mit 3:1 gewonnen zu Hause, nachdem sie 3:1 auswärts verloren hatten und dann im Golden Set das Spiel gewonnen und eine Runde weiterkam. Nach diesem Aufbäumen sieht es hier zurzeit aber nicht aus. Wenn es kommt, muss es schnell kommen. Anne Beuys. Nadja Schaus. Kurze Variante. Nicht oft gesehen, aber meistens erfolgreich. Und Akuta kommt jetzt für Anne Beuys. Also kommt sie zur Annahme, nicht zur Aufgabe. Nadja Schaus. Patricia Thormann. Schaus bekommt den Ball nicht angenommen. Anja Brandt. Renke mal der Ball im Aus. Netzberührung, Schweriner SC, Punkt geht nach Stuttgart. 21:15. Ross. Fehlaufgabe. Zweiundzwanzig, Patricia Thormann. Und Renke mal wieder im Aus. Diesmal war keine Schweriner Spielerin im Netz oder am Ball. 23:15. Ah, der Ball fällt nicht mehr rüber. Fehlaufgabe, Thormann. Aber trotzdem Satzball. Beziehungsweise Matchball für den Schweriner SC. Kim Renkemal hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht. Nein, 23:16. Natürlich kein Satzmatchball, aber. Hat mich von der Anzeige irritieren lassen. Jetzt heißt es. Satz und Matchball für den Schweriner Sportclub. Und aufschlagen zum Matchgewinn tut Julia Rettler.
Anna Beuys. Komm jetzt nochmal. Soll die Arbeit am Netz leisten. Oder gegebenenfalls den Außenangriff. Oh, Beuys mit dem Ball ins Aus. Und Bremer. Mit der vertrauensvollen Aufgabe, mal eben 7 Asse zu schlagen. Um die 7 Matchbälle des Schweriner SCs abzuwehren. Das wäre die Volleyballaktion des Jahres. Davon können wir ausgehen. Mit dem Ass hat es nicht geklappt, aber der Punkt durch Grevestein für Stuttgart. Noch 6 Matchbälle. Beuys. Wieder die Chance ist für Stuttgart, den zweiten abzuwehren. Erfolgreich. Und wieder war es Grevestein. Arena erhöht jetzt etwas die Lautstärke. Bremer. Und der Ball ist drin. Und da haben wir das erste Ass und den dritten Punkt. Und Auszeit für Schwerin. 24-20. Noch 4 Matchbälle. Ja, wir haben uns kurz mal umgehört hier in der Arena. Da gibt es noch die eine oder andere Meinung. Der Ball, der Aufschlag von Bremer wäre draus gewesen. Damit hat er auch Anna Beuys gerechnet. Nur die Linienrichter haben mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bremer, noch 4 Asse. Anna Beuys und das war's. Der Schweriner SC gewinnt gegen Sparta Lern Stuttgart mit 3-1, 23-25, 27-25, 25, 16 und 25-20 gewinnt der Schweriner SC. Verdient. Zur Spielerin des Spiels auf Seiten des Schweriner SC gewählt von der Mannschaft von Smart Allianz Stuttgart, vom Trainer genauer gesagt, vor Julia Retzlaff. Ich denke, zu Recht, hat ein gutes Spiel gemacht. Wäre auch meine Wahl gewählt. Und auf der Gegenseite die Logo, die Libro-Spielerin aus Stuttgart.
hat noch einiges retten können auf Stuttgarter Seite, das Spiel nicht. Das Spiel vorbei, der Schweriner SC gewinnt 3:1 gegen Smart Allianz Stuttgart. Bei mir nun Nadja Schaus, du kennst ja nun beide Vereine, letztes Jahr noch bei Schwerin gespielt, dieses Jahr bei Stuttgart. Wurde es warm aufgenommen hier in Schwerin, aber es war trotzdem nicht ganz dein Spiel heute. Ja, ich bin erst seit einer Woche wieder richtig fit. Ich hatte den ganzen Sommer mit Verletzungen zu rechnen. Ich fand eigentlich, dass es in Ordnung war im Angriff. Natürlich kann es ein bisschen besser, aber ich finde Block, Aufschlag war absolut in Ordnung. Und heute war Schwerin besser und dann ist es auch in Ordnung, dass wir verlieren. Ja, du hast gerade im dritten und vierten Satz sehr mit dir selbst gehadert, oder haben wir das falsch interpretiert? Ihr kennt mich ja so. Also ich meine, wenn es im Angriff nicht so richtig passt, es hat halt manchmal von der Abstimmung nicht so ganz gepasst, dann war ich mal nicht so richtig da und dann wurde es aber auch wieder. Ich muss das kurz rauslassen und dann geht es auch wieder. Also ich finde eigentlich, dass man das in den nachfolgenden Aktionen dann nicht mehr so gemerkt hat. Die Ausschläge waren danach super und ich mache mir da keinen Stress. Ich komme jetzt gerade erst zurück und ja. Ich fühle mich eigentlich jetzt, klar, ich will nicht verlieren, vor allen Dingen nicht in Schwerin, aber ist in Ordnung. Ja, man ist natürlich immer besonders motiviert. Wir haben am Ende der letzten Saison, sagtest du, dass du Schwerin verlassen wirst, damals noch nicht wohin. Bist jetzt vom Deutschen Meister zum Pokalsieger gewechselt. Was hat den Ausschlag gegeben für Stuttgart? Ja, ich habe ein super Angebot bekommen. Dann kannte ich den Trainer und wusste, dass das so ähnlich ist wie in der Nationalmannschaft, das Training. Da war es mir sehr gut gefällt und die Mannschaft finde ich auch sehr sympathisch. Es ist näher an zu Hause. Ja, und dann habe ich mich, dann das ganze Rundumpaket war eigentlich so, dass es mich angesprochen hat. Und ich bin hier nicht gerne gegangen, aber ich bin zufrieden mit der Entscheidung. Ja, jetzt auf die Situation in Stuttgart. Pokal-Halbfinale, positiv. Bundesliga 8:10 Punkte, nicht so positiv. Was ist euer Ziel? Was habt ihr euch vorgenommen für die Saison? Ja, im Moment, die ersten 8 kommen in die Playoffs und dann kann alles gehen. Also im Moment sind wir noch im Soll. Natürlich müssen wir jetzt noch ein paar Spiele gewinnen, aber wir haben in den letzten 2-3 Wochen schon einen Aufwärtstrend gehabt. Wir haben die wichtigen Spiele, die wir gewinnen müssen im Pokal und vor allem gegen Istre im Europapokal sehr gut gespielt und gewonnen. Deswegen bin ich vollkommen davon überzeugt, dass wir in die Playoffs kommen. Und dann, man hat ja letztes Jahr hier in Schwerin gesehen, dass wir auch die Saison nicht überragend gespielt haben. Und am Ende waren wir Deutscher Meister. Also wir geben die Bundesliga auf keinen Fall auf. Ja, du brauchst die Bundesliga noch nicht aufgeben, weil es ist viel möglich. Aber einige haben den Modus durchaus kritisiert, weil die Bundesligaspiele nicht mehr ganz so wichtig sind. Wie sieht man das so als Spieler? Ja, wir müssen uns ja jedes Jahr auf ein neues System einstellen und dieses Jahr ist es nun mal so, das werden wir am Ende sehen, ob das uns gefallen hat oder nicht. Wir können das eh nicht ändern und wir gehen jetzt erstmal so rein, wir gehen jetzt erst da so rein und spielen einfach und für uns ist es dieses Jahr ganz gut, weil wir uns eben am Anfang nicht so gefunden haben, weil wir viele Verletzte haben. Wie gesagt, ich bin erst seit 2 Wochen wieder da, die andere Mittelblockerin ist jetzt verletzt, über außen hatten wir ein bisschen Probleme und deswegen kommt uns der Modus jetzt erstmal zugute. Ja gut, dann Nadja, dann danke ich dir. Gute Rückreise und fröhliche Weihnachten an euch. Dankeschön. Ja, Wechselbad der Gefühle für Dinis Hanke, nicht nur an sich, sondern auch in diesem Spiel. Ersten Satz knapp verloren, zweiten knapp gewonnen, danach habt ihr das Spiel im Griff gehabt. Seid ihr stärker geworden oder Stuttgart schwächer? Ja, ich denke, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns so zu finden. Hatten irgendwie extrem viele Abstimmungsfehler am Anfang, was uns sonst auch nicht so oft passiert, aber das hat dann irgendwie dazu geführt, dass wir uns doch zusammengerissen haben und dann am Ende gut durchgezogen haben.
Ja, es sieht jetzt in der Bundesliga doch deutlich besser aus. Ihr habt euch scheinbar gefangen. In der Champions League nicht ganz so. Da seid ihr jetzt in Cannes 0-3 untergegangen. Habt nicht wirklich einen Stich gesehen in Cannes. Wo liegt der Unterschied zwischen der Champions League und der Bundesliga? Champions League ist ganz klar eine andere Spielklasse. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass wir durchmarschieren oder irgendwas. Wir müssen da abwarten, uns beweisen so ein bisschen. Jetzt am Donnerstag ist es halt blöd gelaufen. Wir haben ja ein bisschen ausprobiert, auch aufgrund von Verletzungen, die wir heute dann halt einsetzen wollten, weil wir Leute schonen wollten, ein bisschen rumrotiert und das hat halt einfach nicht funktioniert. Das muss man auch mal hinnehmen. Nehmen wir hin. Wie läuft es dann jetzt im Rückspiel gegen Cannes, wenn ihr dann in der Sport- und Kongresshalle das eigene Publikum überzeugen wollt? Ja, ich denke, dass zu Hause auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Sache ist. Und ja, wir geben unser Bestes. Mal gucken, ob wir sie kriegen können. Es wirkte so, als würden sie etwas härter spielen, als es in der Bundesliga der Fall ist. Oder täuschte der Eindruck? In der Champions League? Ja, in Cannes speziell jetzt. Ja, etwas härter. Ja, die sind halt einfach abgeklärt. Es ist eine Mannschaft, die lässt keine Fehler zu vom Gegner und nutzt alles aus. Sie haben konsequent durchgespielt und ist einfach 3-0 ganz klar geschlagen. Ja, man hat jetzt gesehen, seit der Pause vom World Cup habt ihr euch von Spiel zu Spiel eigentlich gesteigert, weil wir kamen jetzt mal ausklammern. Wie weit ist der Schweriner SC von der Topform entfernt? Ja, wie gesagt, ich denke, es wird von Spiel zu Spiel jetzt besser. Wir fangen uns oder wir... Es kommt darauf an, wir sind alle auch ein bisschen am Limit, weil es echt anstrengend ist mit den ganzen Reisen. Aber gerade da, finde ich, erkennt man dann gute Leistungen und ja, ich würde sagen 90%. Ja, das ist schon eine ganze Menge. So kurz vor Weihnachten, habt ihr denn noch ein Geschenk bereit am 23. hier fürs Publikum? Ja, ich hoffe, wir haben am 23. ein Geschenk bereit und ich hoffe, wir haben auch am 29. ein Geschenk bereit. Ja, dann habt ihr euch ja viel vorgenommen. Dann wünschen wir euch trotzdem, auch wenn wir uns nochmal sehen, schon mal besinnliche Weihnachtstage für, falls du nicht mehr zum Einsatz kommst. Hoffen wir das Beste und viel Glück jetzt beim Auswärtsspiel und zu Hause gegen Wiesbaden. Dankeschön, ja.